So, willkommen zurück. Zu Deponia Doomsday. Hey, wo hatten das jetzt auf einmal eine Schlaufe her? Eben im kleinen Bild hat es keine Schlaufe gehabt an der Stelle. So und der Scheiß jetzt. Ebola. Ach, jetzt kannst du auf einmal deine zweite Flosse benutzen, du Idiot. Das war ein schöner Ton, aber etwas farblos. Um zum Computerkern zu kommen, müsste das deutlich weiter klingen. Was? Das müsste ich ja noch rot machen, oder was? Toll. Ich will zum ältesten Rat. Bin ich hier richtig? Ich wollte zum ältesten Rat, nicht zum Glück ist dieses Rätsel hier überhaupt nicht kompliziert gewesen. Und vor allem, es wurde halt nicht so helle, was? Git, die sind ja ganz wachsig. Die Sonne scheint sie etwas angeschmolzen zu haben. So, naja, ja. Das ist auch so schon wachs. Vielleicht sollte ich doch... Das ist auch so schon wachsig. Vielleicht... Versteh einer diese Illusianer. Erst waschen sie ihr Gesicht, nur um sich dann doch wieder zu bräunen. Hey, du, aufwachen! Ich bin wach! Ich muss unbedingt beim Ältestenrat vorsprechen. Gerne! In einer Woche haben wir wieder unsere administrative Zwischensitzung mit Mondzipfeln. Vergiss nicht, eine Kuchengabel mitzubringen. So viel Zeit habe ich nicht. Wir sind in einer Zeitschleife gefangen. Ich brauche die Audienz heute. Eine außerordentliche Sitzung? Du machst mir Spaß. So etwas ginge nur im Katastrophenfall. Oder natürlich, wenn jemand 10.000 Spaßpunkte erreicht hat. Aber... Ernsthaft? Ich muss den Ältestenrat wirklich dringend heute noch sprechen. Eine außerordentliche Sitzung? Du machst mir Spaß. So etwas ginge nur im Katastrophenfall. Oder natürlich, wenn jemand 10.000 Spaßpunkte erreicht hat. Ich muss den Ältestenrat wirklich dringend heute noch sprechen. Eine außerordentliche Sitzung? Du machst mir Spaß. So etwas ginge nur im Katastrophenfall. Oder natürlich, wenn jemand 10.000 Spaßpunkte erreicht hat. Wir sind in einer Zeitschleife gefangen. Ja, auf Elysium ist wirklich ein Tag wie der andere. Einfach herrlich. Ich spreche hier aber von einer temporalen Anomalie. Das Gefüge von Raum und Zeit ist am Zerbröseln. Damit kenne ich mich leider nicht aus. Meine Verantwortungsbereiche sind Protokoll führen und Gebäck bereitstellen. Vielleicht solltest du nächste Woche mal eine Audienz beim Ältestenrat machen. Du musst das Hochboot aufhalten. Das kann ich nicht entscheiden. Aber ich könnte dir als Trost einen extra Streuselplunder zum Frühstück bringen lassen. Ach, nee. Wobei, geht das auch heute? Nein. Doppel auch nee. Doppel auch nee. Ich kann beweisen, dass Deponia bewohnt ist. Wirklich? Das wäre zwar schade um meinen I Love Utopia-Schal, aber deshalb nicht weniger sensationell. Offenbar nicht sensationell genug, um deinen Breiarsch aus der Hängematte zu bekommen. Genau. Wenn deine Geschichte stimmt, wird das Inspektionsteam das in wenigen Wochen bestätigen. Und so lange kann ich noch an einem Sorry Deponianer, dass wir euch beinahe ausgerottet hätten, Schal arbeiten. Ich bekomme keine 10.000 Spaßpunkte zusammen. Geduld. Wir haben den Wert extra so hoch angelegt, dass es unmöglich ist, ihn an einem Tag zu erreichen. Aber es gibt nur diesen einen Tag. Und dann fängt alles wieder von vorne an. Du meinst, dein Punktekonto wird gelöscht? Ja, genau, ja.
Dann sollten die den Computerkern überprüfen. Ich schicke jemanden. Na endlich. Gleich morgen. Der Ältestenrat ist echt schlimm. Danke für nichts. Keine Ursache. Das ist mein Job. Die Leute sind sehr produktiv, nicht wahr? Dann dringend will ich ihn übers Gesicht schütten, ey. Und was ist das jetzt? Ein Bestechungsversuch? Du Scherznudel! Auf Elysium haben wir doch alles, was wir brauchen! Außer einem Verwaltungssystem, das sich durch ein bisschen Fakelaki beschleunigen lässt. Und was ist das jetzt? Ein Bestechungsversuch? Du Scherznudel! Auf Elysium hab außer einem Und was ist das hier? Ein Bestechung? Auf Elü... Außer einem... Okay, das bringt auch nichts. Warte mal. Leselampe. Ach, Leselampe. Nicht Laserlampe. Was für eine Enttäuschung. Okay. Habitatring, was ist das? Ach, das ist hier. Chill-out-Zone. Einfach. Alles hier erinnert mich an Gold. Dabei habe ich sie ja streng genommen noch gar nicht kennengelernt. Ein Streichelzoo. Puh, Bedürfnisse haben die Leute. Ich glaube, Rufo streichelt die Tiere gerne. Wolpertinger Generator, was? Alles hier erinnert mich an Gott. Dabei habe ich's. Bist du einer von den Ältesten? Ja. Aber gib dir keine Mühe. Der Ältestenrat tagt erst wieder in einer Woche. Es sei denn, jemand gewinnt die 10.000 Spaßpunkte aus dem Funzone-Wettbewerb. Aber die Aktion ist gerade erst gestartet und an einem Tag nicht zu schaffen. Also, warum lehnst du dich nicht einfach zurück und streichelst stattdessen ein paar possierliche Streifenzobel? Warum? Weil... Verdammt, er hat einfach die besseren Argumente. Oh Mann. Da ist Rufus. Wurstfings Wurst. Der Automat für Ihr persönliches Worst-Case-Szenario. Achtung, Knochen und Zähne werden nicht automatisch entfernt. Okay. Der kommt mir bekannt vor, den habe ich doch schon mal gesehen. Bist du einer von den Ältesten? Ich bin nicht im Dienst, wenn du das meinst. Aber es ist ein Notfall. Unsinn. Auf Elysium gibt es keine Notfälle. Wir haben eine Maschine, die alle Probleme verhindert.
Sie heißt Computer. Hm. Noch eine Datasettenklappe? Jetzt brauche ich noch eine Datasette, ey. Sauna ist geschlossen. Ach, egal. Dieses ganze Zeitgereise ist auch so schon schweißtreibend genug. Noch ein Ältester. Bist du einer von den Ältesten? Vor allem bin ich gerade beschäftigt. Also, verzieh dich. Bald ist die rosafarbene Stampede komplett. Großer Faden Stampede. Ich kenne das als Stampede. Komme ich auch nicht weiter? Zum Habitat ringen. Und kommt ihr voran? Ist das nicht egal, solange wir uns lieben? Stimmt. Ich könnte noch Ewigkeiten mit dir Gardinen aussuchen, Henna. Ach, Tenna, das hast du schön gesagt. Ich wünschte, wir hätten noch mehr Muster. Ach, ihr seid ja sowas von randständig. Und, kommt ihr voran? Ist... Ich wünschte... Und, kommt ihr... Ich wünschte... Ach, ihr... Das wird auch nicht wirklich weiter. Langsam... Ach ja. Da kann eine andere Idee. Da geht das ja. Fehlt ein Klangstab. Da ist noch Musik drin. Leider kenne ich die Noten. Das ist auch so schon. Vielleicht soll... Dafür brauche ich nur meine Finger und mein... Was du machst, welch aggressiv. Dafür brauche ich und mein... Das war ein schöner Ton, aber etwas farblos. Um zum Computerkern zu kommen, müsste das deutlich... Nein, danke. Meine Hände sind noch ganz wachsig von den anderen. So eines hatte ich mal im Keller angelegt. Eine meiner bis die Schlange. Kannst du mir einen Tipp geben? Für ich genau? Hier, wo ich gerade bin. Was würdest du denn da machen? Ich soll wohl irgendwie eine rote Tasse finden für den leeren Steckplatz.
damit ich zum Computerkern komme, damit ich am Ende die Punkte kriege. Hm, okay. Naja, sagen wir es mal so, hast du denn schon alles abgeguckt jetzt so gerade? Ich meine ja. Okay, dann hast du irgendwas gefunden, was rote Dinge produziert? Ich habe eine rote Plastikbälle, also Plastikbälle und einen Drink. Okay, hier nochmal Schutz, Schildautzone. Mach das. Wolfertinger Generator. Was auch immer Wolfertinger ist. Ja, sorry, jetzt war ich gerade angemütet. In dem Moment natürlich jetzt nicht damit gerechnet habe. Die ganze Zeit gemütet oder sowas. Wolpertinger ist übrigens ein Vieh, was man nur sieht, wenn man getrunken ist. Okay. So eine Art Hase mit Hirschgeweih und sowas. Ich weiß nicht, inwiefern ich dir jetzt Tipp geben soll. Soll ich dir wirklich einen ziemlich offensichtlichen Tipp geben, oder? In dem du noch ein bisschen rumrätselst. Oh, ey. Ich wüsste nicht, was hier was Rotes produziert. Ja, ich würde mal sagen, fangen wir erstmal damit an. Was genau hast du denn schon alles? Hast du schon alle Items, die man finden kann, genommen oder nicht? Ulysses Helm. Monsterfußpartoffeln, Echsenhaut, Plastikbälle, White Key und Drink habe ich. Ja. Ich glaube, dann hast du noch nicht alles. Ich kann mich irren, aber ich glaube, dir fehlt noch was. Ich frage mich aber übrigens, wo der Beutel hin ist. Der Beutel, den hast du niemals ins Inventar gesteckt. Der war ja bloß ein Gegengewicht. Aber zum Ältestenrat. Man braucht keine Leselampe, um hierin das Potenzial für ein furioses Rufus-Manöver zu erkennen. Ah, du schon wieder. Was gibt's? Danke für nicht. Keine Ursache. Wenn ich zur Fanzone gehe, bin ich wieder am Anfang zurück. Am Anfang der Zeitschleife. Richtig. Da wäre es irgendwie schwachsinnig, da hinzugehen. Und der Schloss bringt mir auch nichts. Schlauzone. Warte mal. Kann ich irgendwas mit der Toilette machen? Toilette? Ja, bei Ulysses. Ach so. Wegen Brot färben und so. Ich weiß ja nicht. Ich will meine zweite Chance. Genozidpläne hin, oder? Nein, ja auch nicht. Okay, ich muss hier mal pausieren die Aufnahme. Ich rufe mich mal wohin. Okay. Also für euch ist nur noch kurz ein Cut. Ja. So, bin ich wieder genauso planlos wie vorher.
Ich sag ja, du für bestimmt ein Item. Nee, die Bilder kann ich nicht nehmen. Nee, von denen krieg ich auch kein Item. Also, wo ich nachgucken kann, ist noch die Pfandzone. Da ist kein Item, das kann ich versprechen. Willkommen! Sammle, wähle ab und vor allem okay, Rufe sieht sehr spaßhaft aus. Nicht. Jetzt kommt's nicht mehr raus, oder? Untere Schleusen. Chill-Out-Zone. Das bringt mir nirgendwo was. Nirgendwo krieg ich Items hier. Natürlich kriegst du Items. Ich kann jetzt auch noch die Zone sagen, ja? Ja. Chill out. Kein Item, nächster Bereich zum Spa. Wenn ich es wenigstens sehen würde. Ich bin aus der Hotspot und ich sehe hier kein Item. Nächster Cocktailbar. Also ich habe ein Item gesehen. Worst things worst, das kann ich auch nur angucken. Also kein Item. Das ist ein Schlitz. Ja, ich habe keine Dataset, also bringt mir das null. Ja, und beim Schreichelte war auch nichts. Weil ich habe keine Dataset Schlitz. Also nichts um die Dataset Schlitz. Warte mal, was? Rotlicht? Siehe da, es gibt ja doch ein Item. Hat aber vorhin nicht aufgehört, dass ich nicht schwören können. Doch, ist es. Ich hab's in der Diaschuhe gesehen. Jetzt wäre der perfekte Augenblick für eine Leuchte. Dafür brauche ich nur meine Finger und mein musikalisches Talent. Willst du mich verarschen? Jetzt macht das Ding rot. Das ist auch so schon wack. Vielleicht sollte ich... Jetzt wäre der perfekt... Das war ein Schauber etwas um zum Computer. Jetzt wäre der perfekte... Also wie du es gerade versuchst, wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Da fehlt ein Klangstab. Ja, die Glühbirne selbst auch nicht einsetzen. Halt mal. Halt mal, halt mal, halt mal. Leselampe. Beschleunige deinen Bräunungsprozess. Oh, wie zuvorkommend. Danke. Obwohl, hörst du auch dieses besorgniserregende Brutzeln? Das sind nur deine Pigmente, die eine Party schmeißen. Und der Geruch? Das ist eine Grillparty. Ah, wie schön. Ernsthaft? Hallo, Reflektion, was soll ich jetzt damit? Das ist schon braun genug. Ein weiteres.
Ich kenne nur ein dafür. Das ist schon braun. Ein weiteres. Das ist schon braun genug. Ein. Es gab auf jeden Fall jetzt einen ziemlich guten Tipp. Ein Bestechungsversuch? Du Scherznudel. Auf Elysium haben wir doch alles, was wir brauchen. Außer einem Verwaltungssystem, das sich durch ein. Inspektor Gizmo hat den Kuwak auch überall rote Lampen installiert. Aber bei denen muss man erst Hitze erzeugen. Vorher gehen die nicht an. Sein neuer Teint beißt sich mit dem Bart. Dafür duftet er nach Hotdog. Mal schon wieder Alu und Stroh. Okay, jemand muss sich erinnern. Ein weiteres Meisterwerk des psychoaktiven Zukunfts-Origami. So, wem drehe ich das Ganze mal an? Nächsten Mal diesen Aluhut geben? Wie denn? Ich werde ihn dann doch noch gar nicht haben. Deine Ausreden waren auch schon mal lustiger. Und was ist das jetzt? Ein Bestechungsversuch? Du Scherznudel! Auf Elysium hat außer einem Verwaltungssystem das. Also er nicht. Was ist das? Och, nur ein kleines Präsent. Eine Hand wäscht die andere. Schrittweise, verstehe. Dann muss ich passen. Ich habe vorhin meine Hände eingefettet, damit das Streicheln leichter von der Hand geht. Dem muss ich den Aluhut geben. Vielleicht nimmt er ja den an. Schau mal, was ich hier habe. Was auch immer es ist, es muss warten. Ich bin momentan nämlich nicht im Dienst. Sag bloß. Und ich Trottel wundere mich, warum ich kein Blaulicht sehe. Bleib mir mit deinem Firlefanz vom Leib. Ich bin nicht im Dienst.
ich doch. Das wäre ja Amtsmissbrauch. Was mache ich mit dem Aluhut? Verdammt, Dark. Das verschafft mir zwar ein höheres Autoritätslevel im grunzenden Heer meiner Neider, nicht aber an dieser Konsole. Meine zweite Genozid. Hä? Wieso? Das ist doch noch gut. Ich brauche mal einen Tipp. Du brauchst einen Tipp, was du jetzt machst. Du brauchst immer noch den roten Key, ne? Was passiert denn mit dem Typen, der jetzt unter dieser Rotlichtlampe sitzt? Der hat eine Gesichtsverbrennung. Seine Haut ist sozusagen was geworden? Knusprig. Und? Dunkel. Und was ist das jetzt? Ein Bestechungsversuch? Wie sieht die dunkle Haut aus? Auf Elysium haben wir doch alles, was wir brauchen. Außer einem Verwaltungssystem, das sich durch ein bisschen... Komm, lass es den nicht aus der Nase ziehen. Farbe. Und was ist das jetzt? Ein Bestechungsversuch? Braun? Du Scherz auf Elysium außer einem Verwaltung. Nicht ganz. Na gut, er ist rot geworden. Das ist ja das Vorbraun, aber... So, also mit anderen Worten, was könnte denn eventuell dein Key rot machen? Wenn er was um sich drum rum hätte. Und was ist das jetzt? Ein Bestechungsversuch? Du Scherznudel. Auf Elysium haben wir doch alles, was wir brauchen. Außer einem Verwaltungssystem. Wenn er was um sich rum hat. Nee, was ist denn bei dem Typen rot geworden? Der Kopf, das Gesicht. Und woraus besteht das? Haut. Ja, wenn da also was um den Key drumherum hast, könnte er rot werden. Nicht alles wird besser. Im Grunde gilt das nur für... Und vielleicht noch muss... Wer hat die Echsenhaut nicht mit dem Key verbinden? Ja, die Echsenhaut vielleicht nicht. Es gibt aber noch was anderes. Das kann man übrigens auch im richtigen Leben rot machen und danach verspeisen. Beziehungsweise braun. Ich verstehe den was nicht. Wenn man Fleisch zum Beispiel kauft, ist ja auch so grau oder braun, je nachdem, wie man verarbeitet. Und er nimmt ja auch nichts an von dem, was ich ihm geben wollte. Was? Wer? Obwohl, ich habe noch nicht versucht, an die Lampe zu halten. Das ist schon braun genug. Ein weiteres Pro-Argument, Schokopuddinglose in den Taschen zu transportieren. Habe ich schon versucht, den Waikiki in die Lampe zu halten? Ich kenne nur eine Methode, um Zähne zu bräunen. Dafür benötige ich Wenzels Zahnbürste. Okay, ich brauche Wenzels Zahnbürste, meint er.
Kann ich die Bälle vielleicht schmeißen durch die Wärme? Als ihm der Saft geschmolzener Vergnüglichkeiten durch die Finger rann, musste er sich unwillkürlich fragen, ist das die Ironie des Schicksals? Oder nur ein weiterer Nebeneffekt eingeatmeter Plastikdämpfe? Na, da ist doch noch Musik drin. Leider kenne ich die Noten nicht. Was? Willst du mich verarschen? Nicht alles wird im Grunde gehen. Und vielleicht... Well done en point. Ich würde mir auf die Schulter klopfen, wenn Animationen nicht so teuer wären. Guck mal. Da ist noch Musik, leider kenne ich die Noten. Es ist natürlich weit hergeholt, aber... Nur eine Methode. Dafür was macht denn die Lampe so rein theoretisch? Also ich habe hier Plastikschmelz, aber es lässt sich nicht mit dem Kiefer binden. Ja, ich weiß. Kenn ich die theoretisch mit der Haut. Da sind nur die Backen und die können... Nicht alles wird besser mit Haut. Nicht alles wird besser mit Haut. Im Grunde geht das nur für Pudding, Huhn und vielleicht noch Muskelgewebe. Das ist schon braun genug. Ein weiteres Punkt. Wenn ich versuche, die Haut in die Lampe zu halten, sagt er auch schon, ist braun genug. Ich meine das allgemein mit der Lampe. Und Haut. Dass das so mit dem Typen passiert ist. Das ist schon braun genug. Ein weiteres. So, jetzt kein Tipp sein, damit du damit rumprobierst mit der Haut. Meine Fresse, hoffentlich ist nicht Grill-Donnerstag. Nee, es ist ja Grill-Donnerstag. Dafür brauche ich nur mein... Und mein... Hi. Dieses verdammte Teilrot, ey. Den Plastikschmelz ja auch nicht. Das braucht keinen immerhin Regen, das ist nur etwas. Ich meine, ganzen unterschwelligen Hinweise nützen überhaupt nichts, scheinbar. Ich habe ja hier keinen Grill. Aha, was gibt's denn so beim Grillen? Ich habe schon versucht, das Fleisch, die Haut an die Lampe zu halten, aber er sagt, ist schon braun genug. Was es beim Grillen gibt, habe ich gefragt. Nicht, ob du die Haut in die Lampe gehalten hast. Kohle, Fleisch und Kohle habe ich nicht. Was für Fleisch? Willst du sagen... Nee, das macht er nicht. Der streichelt die Tiere nur. Der tötet keine Tiere. Sind die 10 Minuten nicht längst rum? Wahrscheinlich. Okay. Du wolltest mir doch sagen, wegen der Zeit. Ich hab die Zeit schon wieder aus den Augen verloren, tut mir leid. Ja, ich bin schon wieder bei 38 Minuten. Na, bis zum nächsten Part. Bis zum nächsten Part.